Ich habe das Studium als Umweltingenieur mit der Vertiefung erneuerbare Energie und Ökotechnologien abgeschlossen und arbeite heute als Geschäftsführer im eigenen Unternehmen. Ich habe ein Studium gesucht, das ich aufbauen zu meiner Berufslehre als Elektroinstallateur. Ich konnte weiterentwickeln. Das war eigentlich entscheidend, dass man auf dem Bestehenden aufbauen kann. Ich habe mich für die Vertiefung erneuerbare Energie und Ökotechnologien entschieden, weil ich der Meinung bin, dass Energie und auch die Ökotechnologien einer der Hauptschlüssel sind, um in Zukunft unsere nachhaltigen Ziele zu erreichen. Ich hatte nicht immer vor, selber ein Unternehmen zu haben, aber durch das, dass ich mit zwei weiteren Umweltingenieuren, die mit mir zusammen abgeschlossen haben, ein cooles Team bilden konnte, sind wir eigentlich in diesem Unternehmen so aufgegangen und sind heute erfolgreich daran, die Energiewende umzusetzen. Die Zukunft des Unternehmens sehe ich dort, dass wir agil genug sind, um uns ständig weiterzuentwickeln, die zukünftigen Herausforderungen auch eben als Team wirklich aktiv anzugehen. Und das schaffen wir dadurch, dass wir wirklich sehr viele kreative Köpfe bei uns haben und sehr viele Umweltingenieure auch, die das Team immer wieder ergänzen. Das ist eine Studie mit Zukunft, wie man etwas bewirken kann für die nachkommenden Generationen.